In diesem Video geht es um die momentane Änderungsrate des Weges. Du erinnerst dich bestimmt noch an die mittlere Änderungsrate. Da brauchten wir eben zwei Punkte, um eine Sekante durch den Funktionsgraphen zu legen. Und jetzt wollen wir den Punkt B möglichst nahe zum Punkt A bringen, weil wir wollen jetzt eine momentane Änderungsrate. Nach diesem Video kannst du die hier gelb markierten Bereiche ausfüllen am Arbeitsblatt. Und hier nochmal die Wegzeitfunktion und eingezeichnet, wie wir die mittlere Änderungsrate berechnet haben. Wir haben eine Sekante durch die Funktion S gelegt und dann die Steigung dieser Sekante berechnet mit dieser Formel. Und das hat uns dann die Durchschnittsgeschwindigkeit angegeben. Nun wollen wir aber die momentane Änderungsrate, die momentane Geschwindigkeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt wissen. Und wie wir das machen können, schauen wir uns jetzt gleich ein bisschen größer an. Wir wollen also von zwei Punkten auf einen kommen. Das heißt, wir schieben das D immer näher zum B. Doch da gibt es ein kleines Problem. Wenn der Punkt D genau auf dem Punkt B liegt, dann haben wir keine Gerade mehr. Eine Gerade ist nur dann definiert, wenn sie durch zwei Punkte durchgeht. Eine Gerade kann nicht nur mit einem einzelnen Punkt definiert sein. Die könnt ihr ja dann in alle Richtungen schauen. Und wir müssen uns aber die Steigung von einer Geraden berechnen, um auf die momentane Änderungsrate zu kommen. Wenn das mit der Sekante nicht geht, logischerweise, wir haben einen einzelnen Punkt. Das heißt, es geht mit der Tangente. Ich zeige nochmal, wenn wir den Punkt D ganz nahe zu B geben, ist es eh schon eine recht ähnliche Gerade. Genau, und mit dieser Tangente können wir nun die momentane Änderungsrate bestimmen. Ich zeige nochmal hier den letzten Schritt. Von zwei Punkten kommen wir auf einen Punkt von der Sekante auf die Tangente. Wir können nicht mehr diese Formel verwenden, sondern brauchen eine neue. Wir müssen herausfinden, wie wir von dieser Tangente die Steigung berechnen können. Und da fällt uns ein, das geht mit der ersten Ableitung. Das heißt, S' von 3 gibt uns die momentane Geschwindigkeit V von 3. Wir können natürlich die Funktionsgleichung von S aufschreiben. Die sieht in GeoGebra so aus, keine Sorge, geht gleich leichter. Und die Ableitung dann so. Und wenn wir für T gleich 3 einsetzen, erhalten wir das Ergebnis 3,73. Wir können natürlich versuchen, das Ganze auch grafisch zu lösen. Die Steigung der Tangente. Hier ist ein Punkt mit ungefähr ganzzahligen Koordinaten. Das heißt, ich rechne Delta S durch Delta T. Das sind von 25 auf 10, also 15 durch 4. Ich schreibe es nochmal hin. 15 Kilometer durch 4 Stunden. Wir erhalten etwa 3,75 km/h momentane Geschwindigkeit. Das deckt sich recht gut mit dem tatsächlichen Wert. Dann sind wir eigentlich schon bereit für die physikalische Interpretation. Mathematisch haben wir es ja genau so schon aufgeschrieben. Und physikalisch bedeutet es einfach, dass die momentane Änderungsrate zum Zeitpunkt t gleich 3 bedeutet, dass die momentane Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t gleich 3 3,73 km/h beträgt. Dann füll jetzt am besten gleich das Arbeitsblatt aus und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.